So ihr Lieben, und da sind wir auch schon wieder. In der letzten Folge haben wir hier diese nette Statue umgerissen. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Ist die DRM über ein Bärchen hergefallen, auf offener Straße, gleich neben dem Ort. Das Mistding ist immer noch am Stehen. Okay. Wo muss ich denn überhaupt hin? Ich habe ja gar kein Ziel. Das ist mein Wegpunkt. Gib ihr je. Danke für alles, was sie für uns tun, Rico. Rico, ich kannte deinen Vater. Er wäre stolz auf dich. Schön. Rico, unser Retter. Danke für alles, was sie für uns tun. Wo bin ich denn jetzt gerade? Schauen wir mal kurz. Ich bin jetzt mittendrin. Mana Air. Das heißt, irgendwas stimmt nicht. Juhu, wir fliegen durch die Welt. Wir fliegen durch die Welt. Was macht er verbringt mir? Ach, wir nähern uns irgendwas. Tag 1. Mein psychiatrischer Gutachter wollte mir keine gesundheitliche Unbedenklichkeitsbescheinigung ausstellen. Ich habe ihm erklärt, dass es mir nicht an moralischer Verantwortung mangelt. Ich bin lediglich mit seiner Moralität bzw. Mortalität nicht einverstanden. So beginnt meine militärische Laufbahn. Das Schachbrett steht bereit und lockt mit der Aussicht auf den ultimativen Sieg. Du blödes Vieh, bleib stehen! Hirsch gekillt. Entschuldigung. Ich wollte nur mal sehen, was passiert. Auf den General, anstatt auf mich. Ja! Genau, fahren wir mal runter im Moped. Ohne Helm, schäm dich. Hast aber geil gemacht, sogar die Klamotten flattern. Wollte ich gerade sagen, Einradfahrer, Verbindung lösen, Waffe abfeuern. Ich bin hier ein bisschen falsch. Ach, zu weit. Und mit diesem Seil kommt es echt überall hoch, ey. Das finde ich schon cool. Na komm jetzt, lass mich doch da. Das ist echt Bergsteiger werden. Rico, was machst du? Nein, ich will da nicht runter. Ich will nicht runter.
Jetzt komm schon. Da hat so ein Viech gesehen. Boing. Ich bin blöder Tierquäler, ich weiß. Aber Mama macht halt Spaß, kann ich auch nichts dafür. Vielen Dank. Was haben wir denn hier Schönes? Das Ding sieht tödlich aus. Was ist das denn? Oh! Das ist auch nett. Hier rein. Entschuldigung. Okay, gut zu wissen. Hey Rico. Leute, ihr merkt gerade, ich bin ein bisschen planlos, ne? Aber es liegt einfach daran, ich kenne das Spiel noch nicht und weiß jetzt nicht so recht, was ich machen soll. Mann, naja. Ich mache einfach mal hier einen Wegpunkt hin. Hier kommt Rico! Das kommt mir vor wie bei so einem Film. Das war knapp. Das hätte auch schief gehen können. Er verbringt mehr Zeit in der Luft als am Boden. Sieht mal da oben. Er hat einen Fallschirm. Ja, habe ich. Ich sehe was, was mir nicht gefällt. Ich habe eine Basis entdeckt, glaube ich. Meldet die Faulen, die Verräter und die Schwätzer. Rotten wir den Schmutz in unserer Mitte aus, damit unser Feuer hell und rein brennen kann. Bis in alle Ewigkeit. Schnell weg, dass sie mich nicht sehen. So, ein Granatwerfer haben wir ja. Nee, machen wir auch noch mit dem. Ich hab nichts gemacht. Die Stationen sind in der Hand der DRM. Erobere sie zurück.
Das ist keine Polizia. Das sind die Ravellus-Schläger. Brutal und schön. Scheiße. Problem. Nein! Ich bin so doof. Alter, jetzt ziehe ich mich dahin, wo ich meine Granate hingepfeffert habe. Oh mein Gott. That Blackie Life. Tut mir leid, Leute. Da habe ich gerade richtig Mist gebaut. Aber jetzt weiß ich wenigstens, wo ich hin muss. Juhu! Abflug! Hier kommt ein Starfighter geflogen. Oh, habe ich nicht gesehen. Was war das denn? Der Rico kann nicht weit springen, das habe ich schon gemerkt. Die Polizeistationen sind in der Hand der DRM. Erobere sie zurück. Das ist keine Polizia. Das sind die Ravellus-Schläger. Brutal und dumm. Oh, die merken das nicht mal. Hallo, da hat sich gerade was bewegt. Oh, Entschuldigung. Ich wollte ja eigentlich den Kanister irgendwie. Dann gehen wir halt erst aufs Dach. Zack. Kommt da hoch. Mit einer Stress, wa? Geht die Tür gar nicht auf. Das ist ja doof. Ich dachte, ich kann hier schön Radau machen. Pfeifendeckel. Und los geht's. Oh fuck. Ich habe mich jetzt nicht schon wieder umgebracht. Hier wird es deponiert. So. Hier Zentrale. Wir schicken Bodentruppen zu eurer Position. Wir fliegen durch die Gegend. Lalalala. Danke. Ich sehe dich schon da unten. Mach dir mal einen Stopp. Hier Zentrale. Das Ziel ist immer noch da draußen. Findet ihn. Hier Pissgurken. Sichtkontakt verloren. Alle Mann ausschwärmen.
darf nicht entkommen. Das macht echt Fun. Ich glaube gar nicht, wie viel Spaß es macht, nur die Flucht. Gebäude hier zu zerstören. Sichtkontakt sofort wiederherstellen. Nicht irgendwie hinsetzen oder was? So Leute, jetzt dürft ihr euch auch mal ein bisschen drum kümmern. Macht ihr hier nicht die ganze Arbeit allein. Da war der Fall schön. Sehr nett gemacht. Noch mehr. Den nehme ich mit. Dich zerrissen, tut mir aber gar nicht leid. Hinter uns. Vorwärts los! Was zum Teufel ist da draußen los? Bitte kommen! Verfügbaren Einheiten hierher. Verstanden. Wir schicken zusätzliche Einheiten zu eurer Position. Das könnte jetzt unangenehm werden, liebe Leute. Wir sind schon bei 19 Minuten. Wenn er einen überlebt hat, dann fress ich aber ein Beben. Bitte kommen, alle verfügbaren Einheiten. Melden Sie sich. Bitte kommen. So,
Richtig zielen kann man da gar nicht, okay. Ja, ihr Lieben, wir sind schon wieder am Ende der Folge. Es ist ein echt geiles Spiel, es macht echt funny Spaß, aber ich peile noch nicht ganz, wo die nächste Mission ist, aber ich werde es schon noch rausfinden. Ist es vielleicht das da? Flagge hissen, Propaganda-Plakat. Ah, okay, jetzt verstehe ich das. Na gut, dann machen wir noch kurz was. Was wäre eine Waffe? Ich sehe keine. Kinder, liegen ständig irgendwo rum. Danke für alles, was Sie für uns tun. Du musst diese hässlichen Plakate zerstören, Noriko. Das Gesicht des Generals treibt die Menschen dazu, sich zu unterwerfen. Und los geht's. Das war's. Feindaktivität. Alle Einheiten hierher. Verstärkung ist unterwegs. Na, ja, das war grad cool. Der nächste, bitte. So, was fehlt jetzt noch? Ort unterdrückt. Okay. Flagge hissen. Ja, wie Flagge hisse ich jetzt? Zurück zur Tagesordnung. Ziel ist entkommen. Da ist die Flagge. Flagge hissen. Und jetzt sind wir bei 24 Minuten. Jetzt machen wir aber definitiv einen Cut. Und das war die erste Flagge. Garage. Hügelsprint. Manaea-Tour. 2 von 3 Ansiedlungen befreit. Dux von Manaea. Ich will dir ein Angebot machen, Amico. Over. Party. Wir sind befreit. Yay. Yeah. Ich mach mal mit. Manaea wurde befreit, meine Freunde. Die verhasste die Ravenna. Yay. Yeah. Party. Yay. Yeah. Vive la Revolution. Oh, Entschuldigung, Leute.
Party. Oh, ich habe den Reifen erwischt. Verzeihung. Was denn? Puff. Meine Mutter hat mich schon als Kind. Es müsste doch auch einen Knopf geben. Ich hoffe, sie bereut das jetzt nicht. Wo man sich ducken kann. Oder täusche ich mich da? Ich finde das Spiel cool hier mit diesem da. Und diesem da. It's showtime. Wir brauchen mehr Männer. Okay, ihr Lieben, hier war mein Cut. Bis dann und tschaußen.